Die Brote von Subway schmecken für Sebastian alle gleich. Ich würde sagen, es ist ein Mehlexemplar in extra weich. Ich will es auch gar nicht mehr Brot nennen. Zusammen mit einem Bäcker findet er heraus, dass in Honey Oat, Sesam, Cheese Oregano und Co. überall das Gleiche drin steckt. Wahnsinn, oder? So viele verschiedene Brotsorten. Sesam, Parmesan, Oregano. Hier sind noch mal so ein bisschen Oats und Sonnenblumenkerne drauf. Und gerade hier das Brot wird ja jeden Tag frisch gebacken. Wie schaffen die das? Das zeige ich Ihnen jetzt. In der Düsseldorfer Innenstadt liegt die Bulle-Bäckerei von Bäckermeister Michael Gauert. Hier holt sich Sebastian Lege Hilfe. Er will Subway-Brote nachbacken. Moin Michi! Sebastian! Ich hab dir das meistverkaufteste Brot der Welt mitgebracht. Da bin ich gespannt. Komm! Michael Gauert ist seit 15 Jahren Bäckermeister. Er backt alle Brote von Hand. Für die traditionelle Herstellung braucht er hochwertige Zutaten und jede Menge Zeit. Der Teig für sein Baguette muss 24 Stunden lang ruhen. Für Subway wäre das viel zu aufwendig. Die verkaufen das meiste Brot der Welt. Die sind in jedem Land vertreten und es schmeckt überall gleich. Ist schon Wahnsinn eigentlich, ne? Wenn man sagt, das ist die Definition vom Brot auf der Welt. Subway gilt als die zweitgrößte Restaurantkette der Welt. In allen Ländern verkaufen sie ihr standardisiertes Brot. Sebastian Lege hat 4 beliebte Brotsorten von Subway dabei. Italian, Parmesan Oregano, Sesam und Honey Oat. Die beiden Experten probieren das Innere von allen 4 Broten und staunen. Das ist alles das Gleiche. Ja, alles das Gleiche. Ja, ne? Mhm. Aber krass auch bei dem. Vielfältige Namen, aber ohne die Kruste schmeckt das Brot immer gleich. Hast du von dir ein Baguette? Ich nehme mal das ganz normale. Ah, ne? Ey, merkst du ja jetzt schon. Komm, wir machen mal von dir. 365. Pass auf, hier. Standard. Dass das nicht abhebt, ist alles, oder? Das Sandwichbrot wiegt nicht einmal die Hälfte. Ihm fehlt auch eine kräftige Kruste. Ich würde sagen, es ist ein Mehlexemplar in extra weich. Ich will es auch gar nicht mehr Brot nennen. Ja, komm, lass loslegen. Sebastian Lege kennt die Tricks der Industrie und ahnt, welche Zutaten in Backwaren dieser Art landen. Du wirkst so ein bisschen eingefroren, ne? Die meisten Zutaten kenne ich nicht mehr. Nee, ne? Nee, also sehe ich heute zum ersten Mal. Ja. Verrückt, oder? Weil du darfst ja nicht vergessen, die backen davon Millionen am Tag. Millionen am Tag. Subway verkauft Brot aus Weizenmehl. Sebastian Lege fügt Enzyme, Binde und Backtriebmittel hinzu. Die Zusätze lassen das Brot stark aufgehen. Es wird leicht und feinporig. Jetzt menge ich einmal kurz die Trockenzutaten durch, ja, ne? Okay. damit die Verteilung gut passt. Subway setzt in seinen Broten viel Zucker ein. So viel, dass 2020 ein irisches Gericht festlegt, die Sandwiches sind kein Brot, sondern eine Süßigkeit. Das Gebäck enthält 5-mal so viel Zucker, wie in Irland für Brot erlaubt ist. Wasser, Sojaöl und Palmfett sorgen für Saftigkeit. So, das Ganze lassen wir jetzt nur ein bisschen kneten. Dann packen wir es beiseite. Fertig, ne? Mit einem ähnlichen Teig wie diesem versorgt Subway 644 Filialen in Deutschland. Jeden Tag. Boah, Alter, ich habe gleich das ganze Subway-Brot optimiert. Das wird richtig gut. Ach, du machst dich fertig mit deinen Mittelchen. Ja, das sind, pass auf, das sind nicht meine Mittelchen. Das sind auch vielleicht auch gar nicht die Mittelchen, die Subway verwendet, weil die machen das gar nicht transparent. Es ist nirgendwo zu finden, was in ihrem Brot steckt. Subway gibt für sein Brot nur Zusatzstoffe und Allergene an. Die Zutaten verschweigt das Unternehmen.
Der Grundteig ist fertig. Ganz ohne Ruhezeit und Warten. Sebastian Lege macht daraus jetzt drei neue Sorten. Das dunkle Subway-Brot besteht zu 90% aus Vollkorn. Ich habe hier Parmesan, Oregano, Sesam und einmal Plain. Mit Gerstenmalz und Honig färbt die Industrie den Vollkornteig dunkler. So sieht er richtig gesund aus. Bei den restlichen Broten macht es sich die Industrie noch einfacher. Mit einigen Körnern und Gewürzen erschafft Sebastian Lege schnell neue Brotsorten. Der Teig selber bleibt bei allen hellen Broten gleich. So, ein paar Haferflocken für Kollege Vollkorn. Hier machen wir jetzt zwei Sesam. Jetzt haben wir hier noch Parmesan Oregano. Ja, so einfach geht das. Hä? Das staust du. Ja, ich komme zu und lerne. Vier verschiedene Brote. Das eine haben wir noch ein bisschen angemalt. Das muss ein bisschen aufgehen. Das machen die im Store ja auch. Dann wird gebacken, belegt und richtig Geld verdient. In die Subway-Restaurants werden Teigrohlinge geliefert. Gekühlt halten sie lange Feuchtigkeit und bleiben frisch. In der Filiale wird morgens vorbereitet und den Tag über aufgebacken. Und? Yes! Ah, raus! Das sieht doch Bombe aus, ey, guck mal, oder? Ich meine jetzt nicht so gleichmäßig wie bei Subway, aber jetzt nicht schlecht. Nicht schlecht. Komm, ab zum Tisch! Die vielen Zusatzstoffe haben ihre Arbeit getan. Sebastian Lege hat vier verschiedene Brote gezaubert. Dank Triebmittel sind sie schön aufgegangen. Das lohnt sich für den Sandwich-Giganten doppelt. Durch die luftige Konsistenz wirken sie groß und sind weich zu kauen. Das riecht richtig gut. Komm. Das schmeckt geil. Hast du gut gemacht. Schon erschreckend, oder? Aber du sagst ja, es schmeckt. Mhm. Und genau das ist es. Subway gibt ihr Brotrezept nicht preis. Jetzt wissen wir warum. Rheinufer in Düsseldorf. Sebastian Lege möchte die Subway-Brote von Passanten bewerten lassen. Hallo. Hallöchen. Ich bin Sebastian. Birte. Hallo Birte. Hallo, ich bin Lutz. Du bist? Valerie. Hallo Valerie. Sebastian Lege bittet zur Blindverkostung. Wonach schmecken drei verschiedene Subway-Brote? Zunächst die Variante Parmesan-Oregano. Fluffiges Brot. Mhm. Ja. Ja, schmeckt nach Weizenbrot. Ja. Ja, genau, aber kein Baguette. Das ist auf jeden Fall kein Baguette. Das schmeckt ein bisschen tomatig. Mhm. Und ein bisschen so nach irgendwelchen Kräutern. Aber ich muss das nicht aufessen, oder? Nein, gar nicht. Parmesan-Oregano erinnert die Tester an Tomaten und Kräuter. Ja, warte. Subway nennt das nächste Brot Italian. Die Variante ganz ohne Körner und ohne Kräuter. Also und? So recht plain. Ja. Ein bisschen süßer vielleicht. Das ist ein ganz, ganz klassisches Weißbrot. Alle Passanten schmecken den Unterschied. Nummer 3 trägt Sesamkörner auf der Oberfläche. Also sind irgendwelche Körner im Spiel. Okay. Sehr ein dunkleres Brot, aber jetzt nicht ganz dunkel. Nee, das ist hell, das ist wie Toastbrot. Halt. Ich weiß nicht, ob wir das gleiche essen. Ich esse doch auf jeden Fall irgendwie was Kornspitzmäßiges. Mhm. Vom Geschmack her ist es halt so ein bisschen mehr. Irgendwie. Okay. Das Sesambrot erscheint geschmacklich als kräftiges Vollkornbrot. Kennst du diese Brote? Ah, Subway. Alle Befragten schmecken drei verschiedene Brote. Kräuter, purer Toast, Körnerbrot. Das ist wichtig für Subway. Die Kette wirbt mit seiner großen Vielfalt an Brotsorten. Das Subway-Brot. Gleicher Teig, minimale Unterschiede. So wird eine scheinbare Auswahl vorgespielt. Eingesetzte Zusatzstoffe gibt der Konzern nicht preis. Das kritisiert der Verbraucherschutz.
Gerade bei großen Ketten, die sehr standardisierte Rezepte haben, wäre es auch sehr einfach, die Zutatenlisten ins Internet zu stellen, damit alle Verbraucher nachschauen können.